Herzlich willkommen zur großen Wahlparty, meine Damen und Herren. Und wir sind ja ein Volk, das dermaßen politisiert ist zurzeit. Das ist ja kaum zu glauben. Ich nehme an, Sie alle haben das große Duell gesehen, ja? Am Wochenende mit Spannung verfolgt. Auch ich war wieder begeistert. Die Wahl wird immer schwieriger. Sie waren beide so toll. Mal war der eine gut, mal war der andere besser. Ja, es wird schwierig. Ich habe mich gewundert, warum wird Edmund Stoiber von seiner Frau interviewt? Und da merkte ich, hoppla, ist ja Christi Hansen. Ja? Und haben Sie das hinterher gesehen, wie der Kanzler Gerhard Schröder, wie der Bundeskanzler Sabine Christiansen und Maybrit Illner nach oben geholt hat? Das hat er noch aus der Zeit der Flut auf den Deich. Kommen Sie bitte auf den Deich. Ja. Ich finde, eine Äußerung des Kanzlers hat mich besonders überzeugt. Ja? Und das war sehr mutig, dieses ganz klare Nein zu einem Krieg aus deutscher Sicht im Irak. Trotz unserer hohen Arbeitslosigkeit. Das ist nicht einfach mit den amerikanischen Freunden. Unsere österreichischen Freunde haben überhaupt keine Regierung mehr. Ja? Sie ist zurückgetreten. Und ich würde sagen, liebe Österreicher, warum braucht ihr eigene Wahlen? Oder? Rennt doch einfach heute Abend auf die Straße, schreit, wir sind das Volk und macht am 22. bei uns mit. In Kärnten, das bitten uns unsere österreichischen Freunde durchzusagen, in Kärnten wird nicht gewählt. Da rufen Sie bitte bei Herrn Haider an und der schreibt es dann auf. Helmut Zerlett und Ben! Heute haben, meine Damen und Herren, einen der profiliertesten Politiker, die wir bundesweit haben, Ost und West gleichermaßen beliebt. Zurzeit ruht er sich ein bisschen aus von seinen vielen Ämtern, die er in den letzten Jahren innehatte. Er macht ein bisschen Urlaub, arbeitet aber natürlich weiterhin engagiert im Wahlkampf. Heute Mittag war er hier auf dem Rudolfplatz in Köln. Ja, er macht keinen Urlaub, er ist voller Pull im Wahlkampf für die PDS unterwegs. Ja, aber er ist so entspannt, dass du glauben könntest, er wäre im Urlaub und gleichzeitig Wahlkampf. 50.000 Leute hier in Köln bei ihm. 50.000 Leute auf dem Rudolfplatz hier, vorwiegend enttäuschte SPD-Anhänger, die die Korruption satt haben und sagen, jawohl, rette uns. Heute Abend bei uns, meine Damen und Herren, der Kanzlerkandidat der FDP, Gregor Gysi. Oh. Das PDS-Mitglied Gregor Gysi. Richtig, ja. Er ist auch nicht der PDS-Vorsitzende. Nein. Nein, er hatte zurzeit kein Amt. Nein. Viele wissen das gar nicht. Er ist auch schon lange nicht mehr im Bundestag. Danke, Sven. Ja, so lange auch nicht. Seit 2001. Zwei. Februar. Februar 2001, dann Minister gewesen. 1, 2, 3, 4, 5 Tage, Monat, 6 Monate. Und dann diese unschöne Affäre, bevor die Flut kam. Ich meine, ich habe mir wirklich gedacht, wenn die Flut ein bisschen früher gekommen wäre. Also, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ja, aber es könnten so viele noch an Bord sein. Oder? Absolut. Flut, Irak, das sind doch mal Themen. Und jetzt, naja gut, ich werde nachher Herrn Gysi darüber befragen. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute ein Weinstephaner, Hefe, Weißbier. Und zwar zu Ehren, weißt du, wo das gebraut ist? Mhm. Ja? In Weinstephan. Nein, in Freising. In Freising? Und mit diesem tollen Arbeitsamt? Leider hat der Kanzler ja den Herausforderer nicht ordentlich ausreden lassen, was es mit dem Arbeitsamt in Freising auf sich hat. Sehr arrogant vom Kanzler. Ja. Da will der Kanzlerkandidat, der Herausforderer, endlich mal erklären, wie es auf dem Arbeitsamt in Freising zugeht. Genau. Dann sagt der Kanzler, wir sprechen doch hier nicht über Freising. Ja. Und deswegen, damit hat er sich Freising verscherzt. Ja, absolut. Jetzt kann er gucken, dass man in Hamburg, Berlin oder sonst wo weht. Ja. Ja? Freising aus. Genau. Aus Solidarität mit dem Arbeitsamt in Freising und mit der schönen Stadt Freising. Und mit allen Freisingern. Mit allen Freisingern und Sternsingern. Ein bisschen mehr Humor in der Politik. Oder? Ja. Trinke ich jetzt einen. Und Ex. Zum Wohl. Eine schöne Geste, ja. Prominente waren eingeladen in Berlin, um sich neben der
wie sagt man da, Arena neben dem Studio, in dem die großartige Diskussion stattfand, ein Bild zu machen im Kreise von Spitzenpolitikern. Müntefering, Laurenz Mayer, Machnik, Uwe Carsten, Haie, alle waren sie da. Ja. Und auch ein Top-Kollege von uns war eingeladen, um knallhart zu recherchieren, wie sieht es aus hinter den Kulissen unserer politischen Fassaden. Helmut Zerlett in Berlin-Adlershof. Hier ist sein Bericht. Berlin-Adlershof. Helmut Zerlett ist bereit für das große TV-Politduell. Guten Tag. Doch bevor es losgeht, will Zerlett die beiden Duellanten begrüßen und begibt sich zu diesem Zweck zu den Presseleuten. Denn hier kann man hautnah dabei sein, wenn Stoiber und Schröder ankommen. Es herrscht atemlose Spannung. Knallhart, wie die Partei nun mal ist, lässt es sich die FDP nicht nehmen, auch hier kompromisslos Flagge zu zeigen. Prima, ein Anfang ist gemacht. Als erster kommt Edmund Stoiber, soweit man das erkennen kann. Los jetzt, zeig's denen. Ja, ja, ja. Na komm. Schade. So, das müsste jetzt der Kanzler sein. Er ist bestimmt total aufgeregt jetzt, ne? Oh Gott. Ein großer Augenblick. Man ist beeindruckt. Für Zerlett ist es jetzt Zeit, den intimen Presseraum aufzusuchen. Währenddessen haben die öffentlich-rechtlichen Senderbosse die Arbeit hinter sich. Das Begrüßen der Duellanten hat hervorragend geklappt. Das macht Pilzdurst. Und selbst beim Buffet haben ARD und ZDF neue kreative Standards gesetzt. Selten hat man so etwas Anmutiges gesehen. Man nennt es Buletten-Ikebana. 20.30 Uhr, das alles entscheidende TV-Duell geht los. Gebannt lauscht Helmut Zerlett dem lebhaften verbalen Schlagabtausch der TV-Duellanten. Lebhaft ist er, der verbale Schlagabtausch der TV-Duellanten, dem man hier gebannt lauscht. Man lauscht gebannt, wie sich hier die TV-Duellanten einen verbalen Schlagabtausch liefern. Die TV-Duellanten in ihrem verbalen Schlagabtausch. Etwas, dem man gebannt lauscht. Wie fandest du es, Helmut? Hat denn die Musik gemacht? Wie fandest du es, Helmut? Sitzen wir hier noch ein Minütchen, aber die gehen lang. Hier braucht es Interpretationshilfe, die der CDU-Spin-Doktor Spreng sogleich liefert. In der ihm eigenen Lockerheit. Derweil erteilt SPD-Sturmgeschütz Franz Müntefering seinem Referenten letzte Anweisungen für eine wichtige Presseinformation. Also, ja, das ist alles gut. Macht lieber einmal Stoiber raus. Also, Entschuldigung, ich wollte mal gucken. Wir müssen vorne erstmal den Stoiber mit der ersten Passage. Also, Stoiber stark, klares Konzept, Kanzler, souverän, seriös, nichts versprochen, was nicht gehalten werden kann. Das beschäftigt sich nur mit dem anderen. Das ist, er muss erstmal hier ganz dick. So, jetzt gehen wir nach RTL. Ja, jetzt gehen wir zu RTL. Stoiber rausnehmen, also das nicht zu stark zu machen und dann sozusagen nochmal am Anfang eine Passage reinmachen, die sozusagen souveräner Kanzler, starker Auftritt und so weiter. Ja? Okay, ruf mich dann nochmal an oder fax es mal ins Auto rein, ja? Als wären 12 Monate Geiselhaft überstanden, sind die beiden Moderatorinnen überglücklich. Es ist geschafft. Und im Kreise der Lieben bespricht man das Wichtigste. Das ist ja süß, Mensch. Darf ich auch mal sehen? Und ja! Was ist hier? Wo seid ihr denn hier? Keine Ahnung. Hallo, danke. Das ist ja lieb. Wo habt ihr gesteckt? Wo habt ihr das geguckt? Hier drüben. Ja, da drüben. Ah. Das TV-Duell 2002. Vielleicht weiß jetzt auch Helmut Zerlett, was er am 22. wählen soll. Fantastisch. Hautnah.
Meine Damen und Herren, heute auf der letzten Seite der Bild-Zeitung viele Prominente, unsere Lieblinge aus Film, Funk und Fernsehen, sagen, wen sie wählen. Wir haben die wichtigsten und die prominentesten noch einmal für Sie hier auf Pappe gezogen, wie das so in der Fachsprache heißt. Genau. Ja? Woher weiß ich eigentlich? Achso, das steht hinten mit Bleistift dünn drauf. Was er wählt? Eine Dame, ein Herr aus dem Publikum. Wer möchte hier Platz nehmen? 50 Euro pro richtiger Partei, pro richtigem Prominenten. Ja. Wer ist es? Hier. Ja. Hier vorne? Wo? Ja, ich muss suchen, das sind ja so viele. Ja. So, ja, wir nehmen, ich mach das wieder, kannst du, ich nehme die junge Dame da. Oh, sehr gut. Ja, hier ist das, reißt Ihnen der Herr den Arm hoch oder wollen Sie selber? Ja, dann kommen Sie bitte, ja? Waltraud! Ich sag mal Waltraud, bitte. Herzlich willkommen, wie heißen Sie? Tina. Tina, wo kommen Sie her? Aus Bremen. Im Moment wieder. Tina aus Bremen. Nehmen Sie bitte Platz, Tina. Ja? Geht das? Wieder Kassel. Tina, momentan aus Bremen, wo das heißt, leben Sie sonst woanders? Nee, aber ich komme aus Karlsruhe eigentlich. Aha, und was hat Sie nach Bremen verschlagen? Das Hinterherrennen von meinem Mann. Er ist nach Bremen gegangen und ich bin hinterher. Sie sind hergerannt. Ja. Sind verheiratet? Genau. Ja. Was machen Sie beruflich? Im Moment Mutter von einem fast zweijährigen Sohn und sonst bin ich Diplompsychologin und Europasekretärin. Diplompsychologin? Ja. Sind Sie auch für so Schnellinterpretationen und so tauglich? Auch zu haben. Nee, auf keinen Fall. Nein, das muss man schon seriöser da machen. Ja, ja? Genau. Ich habe in Konstanz am Bodensee studiert und da ist es sehr naturwissenschaftlich dominiert. Was heißt das denn? Es geht um Experimente, die man sehr exakt auswertet und nicht zu viel interpretiert und nicht rumschwafelt. Aha. Ohne irgendwelche Traumdeutungen und Freudschen weiteren Deutungen. Das heißt, man malt dann sowas und dann sagt, er hasst seine Eltern oder wie? Oder was heißt so wissenschaftliche Auswertung? Also, Naja, Themawechsel, ich kann. Ja, nicht verstehen. Wir sollten dann Ruhe mal drüber sprechen, da scheint sie ein Problem zu haben. So. 40 Euro. Pro richtiger. Ja. Und wir können es ja noch spannender machen, indem Sie sagen, ja, ziehen Sie ruhig die Jacke aus, man kommt da leicht in Schwitzen. Gemütlich. Ja, meine Damen und Herren, unsere neue Aktion. Das So, vielleicht können Sie immer gleich sagen, um wen es sich bei den betreffenden Prominenten handelt. Weil es ist ja auch schön für uns zu sehen, wer alles bekannt ist. Ja? Oh. Kennen Sie ihn? Ich kenne ihn vom Sehen. Ich kann aber jetzt keinen Namen nennen. Ich weiß können es Sie die Richtung ahnen, was er macht? Er ist jetzt geht es los mit ganz großen Schritten. Helmut fasst der Heidi von hinten an die Schulter. Werner Böhm alias Gottlieb Wendehals, sympathischer Entertainer-Sänger. Was wählt er? Ich würde sagen, er wählt CDU. Ja, er wählt SPD. Oh, schon mal 50 Euro gespart. Kennen Sie ihn? Ja, der Moderator vom Sport. Ja, Waldi Hartmann. Waldi Hartmann, genau. Da tippe ich auf Grün oder SPD. Ich muss mich noch entscheiden. Ich sage schon wieder falsch. Waldi Hartmann vom Bayerischen Rundfunk. Was könnte der wählen? Ich korrigiere mich. Er wählt Stoiber. Er wählt CSU. Das sind die ersten 50 Euro für Tina. Dankeschön. Sehr gut. Er hier. Kennen Sie ihn? Ich kenne ihn nicht, nein. Interessieren Sie sich für Fußball? Ein bisschen, ja, für ein WM ist und EM ist. Ja, also eher selten, ja. Das ist Rudi Assauer, der geniale Manager von Schalke 04. Ja. Ja. Fans hier, was wählt Rudi Assauer? Er wählt FDP. Jawohl! Ja. Wie sind Sie da drauf gekommen? Bin ich darauf gekommen. Ich habe so ein Gefühl. Ja, die Zigarre und so, das ist schon irgendwie der Wohlstand, und aber liberal und tolerant. Kennen Sie ihn hier? Ein Musiker wahrscheinlich, aber... Ja. Klaus Meine von den Scorpions. Aha. Wählt die Grünen.
Das hätten Sie neulich in der Zeitung lesen können, da wurde er als Kanzlergeburtstagssänger bezeichnet. Ja. Ah, Scorpions, okay. Er kommt aus Hannover. Ja. Er wählt SPD. Wählt er. Gut, aber ist natürlich auch. Könnte auch, nein, kann kein Grüner sein. Er ist ein Freund des Kanzlers. Kennen Sie ihn? Nein. Star Figaro, einer von 2000 Star Figaros in Deutschland. Herr Mayer, mit Läden in Hamburg, Berlin, der beste Friseur. Neben Udo Walz für mich in Deutschland. Ein sympathischer Hysteriker. Auf jeder Party zu Hause. Was glauben Sie, was wählt er? Als selbstständiger Hysteriker wählt er FDP. Nein, er wählt CSU. Kennen Sie ihn hier? Ja, ja. Natürlich. Das ist? Der Sportler, der... Na, ich hab's gleich. Moment. Der jetzt nicht mehr bei Bayern München spielt. Sondern? Sondern irgendwo im Ausland. Ja, im Ausland, in Kaiserslautern. Mario Basler. Mario Basler. Was glauben Sie, was wählt Mario Basler? CDU. Jawohl, CDU. 50 Euro. Sie hier kennen Sie auch? Ja, Nena. Nena wählt? Nena wählt SPD. Selbstverständlich. Oh, toll. Sehr gut. Er ist ein großartiger Schauspieler. Ja. Wissen Sie, welche berühmte Figur er synchronisiert hat? Genau, aus dem Zeichentrick. Was wählt er? Funkel, er wählt, Was? SPD. Quatsch, CDU! Ihn müssen Sie auch noch kennen. Nein. Ein ehrlicher Trucker. Hey, Boss. Auch ein Schauspieler? Nein, kein Schauspieler, ein Sänger. Ich fahre 30 Tonnen Diesel. Hey, Boss. Gunter Gabriel wählt, ein Trucker der Landstraße, ein ehrlicher Malocher. Was wählt Gunter Gabriel? Er wählt CDU. FDP. Ach. Ja. Gunter Gabriel wählt FDP, hat mich auch überrascht. Aber so wie du das Bild hältst, sieht er richtig intellektuell aus mit deinen beiden Fingern. Das macht ihm sowas Grüblerisches. Nee, du musst die Finger wieder. Nee, halt mal so, wie es eben gehalten hast. Ja. Na, eben hast du es von unten gehalten. So. Ja, so ja, genau. Ja, ja. Genau. Ja. Ich dachte, es wäre Lisa Fitz, aber es ist Gunter Gabriel. So, kennen Sie sie hier? Mhm. Was wählt sie wohl? Sie wählt ganz sicher SPD. Aber natürlich, denn es waren ja auch schöne Jahre. Tommy Horner. Johanna wählt entweder CDU oder FDP. Ich tippe auch CDU. Jawohl, oh, sehr gut. Dann, kennen Sie sie hier? Nee, aus irgendeinem Fürstenhaus vielleicht, die kenne ich weniger. Aus einer Mischung aus Intellektuellen und Diplomaten-Stammbaum. Onkel war mal bei der Zeit. Mhm. Papa ist, glaube ich, das ist Party-Lady Ariane Sommer. Okay. Ja. Sie wählt SPD. Nein, sie wählt CDU. Ah. Trotz der Zeit. Hannelore Elsner wählt SPD. Sehr gut, 50. Boah, das wird ja klasse hier. Danke. Ja, das lohnt sich. Ja, der Schauspieler, mein Gott, bin ich aufgeregt. Sind Sie aufgeregt? Ja, ich bin aufgeregt. Und kein Grund, aufgeregt zu sein. Es ist wirklich also allerbilligster Kindergeburtstag, was wir hier machen. Ich komme nicht auf den Namen. Doch, Till Schweiger. Till Schweiger. Till Schweiger wählt die Grünen. SPD. Ah. SPD. Die Wirtschaft liegt dir noch mehr am Herzen als ihr. Kennen Sie ihn noch? Nee. Rocksänger und Bayreuth. Er hat alles geschafft. Ja. Peter Hoffmann. Peter Hoffmann. Bayreuth. Bayreuth, CDU. Jawohl. Danke für den Tipp. Er hier. Ja, den kenne ich auch. Jürgen Drews, waren Sie mal der Ballermann? Nee, ich war zwar mal auf Mallorca, aber nicht am Ballermann. Der wählt CDU. Nein, er wählt die Grünen. Oh. Er wählt die Grünen. Martin Semmelrogge. Martin Semmelrogge. Guter Freund von Helmut. Ich tippe auf SPD. Nein, er wählt die Grünen. Otti Fischer. Otti Fischer wählt CDU. Nein. Er wählt die? Er wählt die Grünen. Ja, er wählt die Grünen! Oh, nee, das geht
eigentlich nicht. Warum nicht? Das nee, war doch geholfen. Das war nicht geholfen? Nee, stimmt, hast recht, ja. Das war nicht geholfen, Sie oder? Nö, es war nicht geholfen. Kennen Sie ihn hier? Er ist der beste Freund vom Arnold. Das Schwarzenegger. Ja. Ralf Möller. Ralf Möller. Wählt die FDP? Nein, wählt die SPD. Kennen Sie sie? Sportlerin vielleicht? Ja. Nicht direkt. Also hat früher, sagen wir mal, im Bereich des erotischen Kunstfilms gearbeitet. Und spielt jetzt in richtigen Movies bei ja. Sat.1 und so. Ja. Gina Wild heißt die junge Dame. Aha. Gina Wild. Ach ja, die kenne ich natürlich. Gina Wild wählt die Grünen. Nein, sie wählt die CDU, denn möchte... Na, die tun was für den Mittelstand, sagt sie. Gina Wild sagt, die tun was für den Mittelstand. Die tun was für den Mittelstand. Ja, und das ist ja auch richtig so. Der Mittelstand wird immer wichtiger. Jean Pech. Kennen Sie? Jean Pech, ja. Creme, Öle, Duftwässerchen. Wählt SPD. Nein, wählt die FDP. Die FDP, ja. Kennen Sie ihn? Freund von, der Herr Anders, also... Ja, also der Partner von Dieter Bohlen. Ja, genau. Der wählt die CDU. Nein, er wählt die FDP. Ach, der wählt die FDP. Begründung, weiß man das, weil sie Sklaverei abgeschafft hat? Ja. Blecki Fuchsberger. Fuchsberger wählt die CDU. Jawohl, natürlich. Ah, ich glaube, er wählt sogar die CSU. Ich glaube, Blecki wählt in Bayern. Er wählt in Bayern. Er wählt in Bayern? Sonst wäre er nicht wahlberechtigt. Er muss ja noch einen Wohnsitz in Deutschland irgendwo haben. Du hast recht. Ja. Das hier, kennen Sie ihn? Das ist Udo Wald, der Stalker, der Walker von Sabine Christiansen und ein enger Freund von Herrn Meyer, dem Friseur. Die beiden unternehmen auch viel zusammen. Er ist sozusagen der andere Weltklasse-Friseur, den wir haben. Was glauben Sie, was er wählt? Er wählt FDP. Ich bin jawohl! Sehr gut. Toll, danke. FDP, so. Das hier ist Roller Girl. War auch schon zweimal bei uns. Sehr attraktive junge Dame. Das ist schwer. Roller Girl wählt die Grünen. Jawohl! Oh. Sehen Sie, jetzt haben Sie sich eingespielt. So. Klaus-Jürgen Wusso. Wählt die CDU. Na, aber selbstverständlich. Habe nie was anderes gewählt. Ja? Sagt er. Kathi Karnbauer. Der Frauenknast. Wählt... Ich könnte ja auch mal eine Extrempartei nehmen. Ne? Ich wählt FDP. SPD. Viele Schauspieler wählen SPD, weil sie doch sozial engagiert sind. Viele Musiker auch. Roberto Blanco. Fufu 30 Jahre verheiratet. Auch die SPD? Nein, er wählt. Die? Was die Grünen. Nein, er wählt die FDP. FDP. Robert, ist mir auch neu, dass Roberto Blanco die FDP wählt. Ich dachte, er wählt die CDU, oder? Ja, hier steht drauf FDP. Naja, ist aber FDP, ja. Ja, vielleicht hat er wird natürlich auch einer, der sich permanent informiert und so weiter. Und dann denkt Donnerwetter, die FDP tut noch mehr für mich. Kennen Sie ihn? Ja, Container Alex. Haben Sie es gesehen, Big Brother? Nee. Höchst selten, eigentlich gar nicht. Was wählt Alex? Er wählt die CDU. Nein, Alex wählt die FDP. Arabella Kiesbauer wählt die CDU. Die CSU, lasse ich gelten. CSU. Ist im Grunde eigentlich deutsche Messe bei. Tina, das war sehr gut. Boah, klasse. Weil Sie natürlich sich gar nicht mit diesen ganzen Prominenten so beschäftigen. Ja. Ja. Noch für die Heimreise und ein Eis essen. Ja. Vielen Dank fürs Mitmachen. Alles Gute. Gute Heimfahrt nach Bremen. Dankeschön. Ja, bitteschön. So. Das ist nämlich gar nicht einfach. Wir natürlich, die wir jeden Tag diese Promis auswendig lernen, weil sie unsere Welt sind und weil wir sie verehren, wir kennen die natürlich alle, aber viele, die richtig arbeiten und so weiter, haben natürlich keine Zeit, sich mit diesen Herrschaften zu beschäftigen. Klar. Man muss erst mal wissen, wer es ist. Eben. Ich glaube, dass ich Herrn Gysi auch 50 Euro für eine richtige Antwort geben kann. Ja, das ist gut. So, jetzt machen wir erst die Wahlumfrage. Das wird ja heute sehr spannend. Inwieweit hat das TV-Duell, dieses pulsierende, mitreißende TV-Duell, bei dem der Kanzler Freising beleidigt hat, das muss festgehalten werden. Ja, Prost. Ja. Herr Antrag trinkt aus diesem Grund heute Wein Stefaner. Wie hat die Wahlumfrage
unser Publikum beeinflusst. Welche Partei würde unser Studiopublikum wählen, wenn morgen Bundestagswahl wäre? 91,9% Wahlbeteiligung. CDU, CSU 20,6%. SPD 39,9%. Grüne 8%. FDP 17,9%. Und PDS 7,8%. Das heißt, SPD und Grüne könnten locker weiter regieren. Sie bräuchten niemanden. Der Trend der letzten Woche bestätigt sich. Die SPD stabil bei im Aufwind. Knapp 40%. Ja, große Partei, Antikriegspartei jetzt. Ganz genau. Ganz massive Äußerungen. Die Grünen im Aufwind. Und die PDS 7,8%. Das wird Herrn Gysi freuen. Sind wahrscheinlich ein paar Berater von ihm heute da. Ne? Also. Wir werden ihn fragen. Und wir haben noch gefragt, wer hat Ihnen im TV-Duell am Sonntag besser gefallen? Gerhard Schröder 69,3% und Edmund Stoiber 26,6%. Da bin ich mal gespannt, ob das hinterher... Gerne. So, dann tragen wir mal im Klassenbuch ein. Kanzler beleidigt Freising. Und Tina kennt sie alle. Alle. So, das hätten wir dann auch erledigt, meine Damen und Herren. Mein heutiger Gast ist einer der profiliertesten, charismatischsten, aber auch umstrittensten Politiker in unserem schönen, deutschen, blühenden Vaterland. Er hat vor einiger Zeit sein Amt als Minister in Berlin niedergelegt, um sich auf unseren Auftritt heute hier vorbereiten zu können. Herzlich willkommen, Gregor Gysi! Herr Gysi, wie war das heute Mittag auf dem Rudolfplatz in Köln? Die Massen waren begeistert? Naja, also ich würde sagen, 50.000 waren es doch nicht. Doch nicht. Aber es waren mehrere hundert und es war auch eine gute Stimmung und sie sind auch sehr gut mitgegangen. Also ich sag mal, ist das hier ein Kölner Ergebnis, was Sie gerade gezeigt haben? Also hier das Studiopublikum. Ja? Das ist das Studiopublikum, ja. Sind ja die meisten aus Köln? Nee, der Großteil kommt aus ganz Deutschland angereist. Ja, ja. Oder ist das falsch? Ja, aber haben wir gehört, Bremen und so weiter. Überwiegend alte Bundesländer? Also wenn das unser Durchschnitt in den alten Bundesländern wird, mache ich mir keine Sorgen mehr. 7,8%. Ja. Wie ist das eigentlich? Jetzt sind Sie also eine Partei. Viele sagen, ja, ein bisschen umstritten und so. Aber keiner will sich von Ihnen wählen lassen. Also wenn Sie dann im Bundestag gewählt sind. Jeder sagt, von der PDS lasse ich mich auf gar keinen wählen. Macht das traurig? Wir werden ja ständig gewürdigt. Also ich finde, Gerhard Schröder hat uns im Duell das erste Mal richtig gewürdigt. Er hat doch gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, die anderen Parteien sind mir alle so ähnlich, mit denen kann ich immer und jederzeit und mit allen koalieren, nur die PDS nicht. Das heißt, er nimmt uns als einzige Oppositionskraft wahr. Und das finde ich eine Art Lob. Das ist richtig. Glauben Sie denn, dass der Kanzler sich nicht wählen lassen würde von der PDS, wenn es hart auf hart käme? Das kann er nicht mal entscheiden, weil die Wahl da geheim ist. Aber er kann sich ja ausrechnen. Ja, bei diesem Duell wird ja sowieso der falsche Eindruck erweckt, als ob man hier in Deutschland den Kanzler direkt wählen könnte. Aber der wird immer noch vom Bundestag gewählt. Und wir haben auch gar nicht vor, ihn zu wählen, weil wir ja auch in den 4 Jahren zu ihm in Opposition standen. Wir haben nur gesagt, wenn es denn sozusagen in dem unwahrscheinlichen Fall so richtig darauf ankäme, die Alternative Stoiber oder Schröder, na dann haben wir die Theorie des kleineren Übels auch verstanden und werden nicht dafür sorgen, dass Stoiber Kanzler wird. Warnen Sie direkt vor dem Kanzlerkandidaten der CDU-CSU? Wo fängt Warnen an? Ja. Na, ich fände es nicht besonders toll, das gebe ich schon zu, wenn er hier Kanzler würde. Die Ostdeutschen müssten damit besonders viele Schwierigkeiten haben, weil Bayern hat ja einen sehr eigenständigen Fragebogen für den öffentlichen Dienst. Und da musst du unter anderem ausfüllen, ob du Mitglied bestimmter Organisation warst in deinem Leben. Und die beste Frage in Bayern, wenn du dich da bewirbst, finde ich die, du musst angeben, ob du Mitglied des Verbandes der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter der DDR warst, weil das als eine linksextremistisch beeinflusste Massenorganisation gilt. Und ich sage immer,
jemand, wer DDR-Biografien so sieht, kann eigentlich zumindest von den Ostdeutschen nicht gewählt werden und sollte auch von den Westdeutschen nicht gewählt werden. Aber letztlich entscheiden das die Leute alle selbst. Wir werden es sehen. Es ist übrigens von der Bundestagswahl her ähnlich wie 94. Ich habe ja 90 mitgemacht, 94, ja. 98 jetzt. 90 war eine klare Stimmung für Kohl, wo du hingekommen bist. 98 war eine klare Stimmung für den Wechsel, ja. Egal wo du hingekommen bist. Und 94 hatte man die Situation, dass die Leute Kohl nicht mehr richtig wollten, aber Schabing wollten sie auch nicht. Und da war das dann so völlig offen, wie es ausgeht. Und diesmal ist auch so ein bisschen die Situation, Unzufriedenheit mit der Regierung, aber auch keine richtige Wechselstimmung. Und das macht alle so unsicher. Deshalb glaube ich, es wird wirklich ziemlich knapp. Und dann auch eher zufällig. Aber Sie selber können ja gar nicht gewählt werden. Sie kandidieren nicht für den Deutschen Bundestag. Nee, da war ich ja nun 12 Jahre drin. Also ich finde, man muss ja auch mal aufhören können. Ich bin da allerdings in einem anderen Zusammenhang. Wissen das eigentlich die Leute, die zu Ihren Wahlveranstaltungen kommen? Weiß ich nicht. Ich frage Sie ja nicht einzeln. Aber ich nehme mal an. Sie sind ja doch sehr viel beliebter als Ihre Partei. Na, das ist ja nun heute kein Kunststück mehr. Also ich meine, fast alle, die da an der Spitze stehen, sind irgendwie immer beliebter als ihre Parteien. Schauen Sie sich mal die Umfragewerte von Fischer an und dann die Ergebnisse seiner Partei. Also da liegen auch Welten dazwischen. Ja, aber ich meine, der Fischer kann gewählt werden. Ja? Sie haben ja, wie war das eigentlich mit Ihrem Rücktritt da? Also jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich. Also wir sind ja hier unter uns. Also wir sind ja unter uns. Jetzt mal ja. Das hat Ihnen doch keiner geglaubt. Ja? Also die haben doch alle gesagt, der Gysi hatte eh keine Lust mehr, hat die Gelegenheit genommen und sagt, Bingo, aus Feierabend. War das so? Nee. Jetzt mal ehrlich. Hier können Sie sagen. Ja, ganz ehrlich. Es Schluck Wasser ja, noch und dann noch, die Wahrheit. Es ist ja noch absurder. Es fing mir ja an, Spaß zu machen. Wirklich? Ja. Und zwar, weil das war ja so eine völlig neue Herausforderung. Und ich glaube, ich hatte mich ganz gut eingearbeitet, hatte eigentlich auch, sage ich mal, inzwischen Akzeptanz in der Berliner Wirtschaft erreicht, aber sie nicht in der Gewerkschaft verloren. Und konnte ganz gut damit umgehen. Ich war ja auch für Arbeit zuständig, auch für Frauen. Also es nannte sich ja Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen, auch die Gleichstellungsprojekte. Das lief eigentlich gar nicht so schlecht. Und so eine Situation, in der gar kein Geld mehr da ist wie in Berlin, die ist ja insofern reizvoll, als du wirklich was verändern kannst. Also eine Stadt, die reich ist, da kriegt ja gar nichts verändert. Aber so konntest du wirklich über neue Vorschriften, über neue Ideen alles nachdenken. Nein, und dann kam eben diese Geschichte dazwischen und da habe ich nur eindeutig einen Fehler gemacht und dann stehst du vor der Situation, du bist ja auch noch im Urlaub. Also wenn du so im Dienst bist und du arbeitest dann von früh bis spät, kommst du ja kaum zum Nachdenken. Aber so kam ich zum Nachdenken und haben mir dann gesagt, was machst du jetzt? Sitzt du das einfach so aus oder ziehst du eine Konsequenz? Und ich fand, ich kenne ja auch ein bisschen meine Anhängerschaft. Ich fand schon, ich war ihr eine Konsequenz schuldig. Mir auch. Und das macht es mir jetzt wieder leichter, mich politisch zu engagieren für diesen Wahlkampf. Denn so oder so, sage ich mal, ich bin ja nicht nur in der PDS, ich habe da einen gewissen Einfluss. Ich war ja jetzt schon mehrere Monate nicht mehr im Bundestag. Trotzdem haben wir viel miteinander gesprochen. Und insofern versuche ich den Leuten natürlich auch zu zeigen, ich bleibe politisch aktiv. Das schließt ja auch für die Zukunft nichts aus. Aha. Ich stehe auch sozusagen für die PDS jetzt im Wahlkampf. Aber Sie können doch nicht. Ich hoffe, dass Sie gestärkt einziehen. Können Sie denn nachrücken in den Bundestag zum Beispiel? Nö, das nicht. Also die Zeit der Kandidatur ist vorbei. Aber es gibt ja auch lauter Jobs in der Bundesrepublik ohne Mandat im Bundestag. Das vergisst man immer. Naja, welche zum Beispiel? Ich meine, wollen wir danach am 22. drüber reden? Gibt's, also meine, gibt's da schon Angebote? Gehen Sie nach Österreich? Nein. Ja. Also ich meine. Ja. Also eins an der Frage finde ich richtig. Jetzt hat mich die arme Bundesrepublik Deutschland 12 Jahre ertragen müssen und ich finde, die Österreicher haben mich inzwischen verdient. Also ich meine, bei der Art, wie die Politik machen könnte, da man gewisser linker Schwung. Ist das nicht eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines unabhängigen EU-Partners? Ja, ich bin ja jetzt ohne Amt, da darf ich das, ja. Da dürfen Sie das. Ja, ja. Mische mich gerne ein. Ja, wie ist es eigentlich? Vor allem in inneren Angelegenheiten anderer Länder, ja. Auch Irak? Ja, wissen Sie, das ist überhaupt ein spannendes Thema. Also ich bin ja, also wenn wir uns jetzt kurz wirklich ernsthaft darüber unterhalten wollen, ich glaube ja, dass die Entwicklung seit 90 in eine falsche Richtung geht. Wir werden diese Probleme auf dieser Welt nicht militärisch lösen. Und ich bin eigentlich entsetzt darüber, wie schnell heute immer über Krieg diskutiert wird, anstatt über andere Mittel nachzudenken. Nur hat es natürlich Schröder ein bisschen schwer mit seiner Argumentationslogik. Denn alles, was er heute gegen einen Krieg in Irak sagt, hätte genauso gegen einen Krieg in Jugoslawien gesprochen. Und damals hat er die USA gedrängt, den Krieg mit Jugoslawien zu führen. Insofern ist der
Bush jetzt natürlich auf ihn sauer, wenn er plötzlich Nein sagt. Wenn man sich aber einmal, wie ich, der Kriegslogik gänzlich verschlossen hat, dann kommt man auch nicht in diese Argumentationsschwierigkeiten. Und dass man mit Krieg nicht Terrorismus wirksam bekämpfen kann, finde ich, zeigt der Nahe Osten. Wir haben ein entsetzliches Selbstmordattentat seitens der Palästinenser, danach einen entsetzlichen Militärschlag seitens Israels. Und so schaukelt sich das gegenseitig hoch. Also ich bin davon überzeugt, mit Krieg bekämpft man Terrorismus nicht, sondern man erzeugt neuen Terrorismus. Es ist der falsche Weg, ist zumindest meine feste Überzeugung. Glauben Sie, dass eine neue Regierung oder auch die alte, ja, nach der Wahl umkippt in Sachen Beteiligung an einem Irakkrieg, dass man das jetzt bis zur Wahl sagt, auf keinen Fall, und dann heißt, aber jetzt gibt es ja ein UNO-Mandat und jetzt ist es eine ganz andere Situation. Sie haben es in Jugoslawien auch ohne UNO-Mandat gemacht, ne? Da fragen ja leider die Journalistinnen und Journalisten nie nach bei solchen Debatten. Ich hoffe es nicht, aber man kann es natürlich nicht ausschließen. Und das Schlimmste wäre, wenn dann im November jemand sagte, ja, da ist jetzt ein Umstand dazugekommen, den wir ja im September noch nicht gekannt haben. Hätten wir den schon im September gekannt, dann hätten wir damals auch schon anders reagiert. Ich hoffe, Sie bleiben fest und wir kommen endlich aus der Kriegslogik heraus. Wir brauchen sicherlich viele Veränderungen in der Weltordnung, aber wir brauchen vor allem das internationale Recht und das Völkerrecht. Und gerade wenn wir nur eine Weltmacht haben wie die USA, finde ich, hat sie auch eine besondere Verantwortung und auch besondere Pflichten. Dazu gehört zum Beispiel, dass man einen internationalen Strafgerichtshof für Kriegsverbrechen nicht nur für andere schafft, sondern sich dann auch selber daran beteiligt und nicht verlangt für seine Soldaten Immunität. Oder dass man das Kyoto-Protokoll unterschreibt und dass man eben nicht mittels Krieg versucht, seine eigenen Ordnungsvorstellungen durchzusetzen. Also, und da finde ich, könnte Deutschland ruhig hart sein. Freundschaft und Partnerschaft setzt Ehrlichkeit voraus. Und wenn man einen Krieg nicht will, dann sollte man sich auch nicht beirren lassen von anderen, die sagen, du musst aber mitmachen aus irgendwelchen Solidaritätsgründen. Solidarität im Krieg ist Quatsch. Wenn man gegen Krieg ist, nimmt man daran nicht teil. Und Punkt. Und ich finde, Deutschland hat im Irak nichts zu suchen. Und wir sollten unseren Beitrag leisten, dass dort endlich Frieden entsteht und nicht ein neuer Krieg entsteht, von dem wir überhaupt nicht wissen, wie der endet, welche Länder sich wie daran beteiligen und so weiter. Also ich finde das einen völlig falschen Weg. Kommt es zu einem Regierungswechsel am 22. September? Es ist wirklich ziemlich zufällig. Also ich glaube, dass es ziemlich knapp wird. Deshalb so wie 94, so dass man das schlecht vorhersagen kann. Also 90 war ich mir sehr sicher, 98 war ich mir sehr sicher, jetzt nicht. Nur eins bleibt immer noch wahr. Nach allen Umfragen ist es so, dass CDU, CSU und FDP zusammen mehr Sitze haben werden als SPD und Grüne. Und insofern wird natürlich plötzlich die Wahl der PDS nicht nur inhaltlich, sondern auch ein taktisch interessantes Moment. Weil praktisch Schäuble schon so gut wie Kanzler ist, zögern wir nicht ein. Ziehen wir ein, sind zumindest viele Konstellationen offen. Auch wenn Schröder sagt, nein, ich höre ja aber da mal sehr genau hin. Ich sage ja auch, eine Koalition kommt nicht in Frage, eine Tolerierung ist viel zu instabil, kommt auch nicht in Frage. Ich sage aber, es gibt noch was Drittes, um eine Mehrheit zu sichern. Und das kann ich aber nicht sagen, was es ist, weil es dann zerredet wird. Also das macht man dann entweder nach dem 22. oder es ist nicht nötig, das muss man einfach abwarten. Ein Drittes, um eine Mehrheit zu sichern? Was soll denn das sein? Nachher, beim Essen. Ja. Hätten Sie überhaupt Personal, falls Sie in die Verantwortung genommen werden? Na ja, schauen Sie sich doch mal das Personal der anderen an. Es ist alles relativ. Wer bei uns alles Bundesminister werden kann, also sowas haben wir auch, ja. Ich meine, bei einer absoluten Mehrheit der PDS, dann wären wir ja, ein paar Ministerien zusammenlegen. Das ist natürlich relativ wahrscheinlich, oder? Das, komischerweise beschäftigen sich die Medien mit dieser relativ wahrscheinlichen Variante kaum. Ich finde das auch, ja. Das wundert mich auch. Das wäre dann auch für mich wahrscheinlich eine gewisse Herausforderung, weil Kanzler kannst du ja auch werden, ohne im Bundestag zu sein. Und ich nehme an, da gäbe es einen gewissen Druck, weil sie sich untereinander anders nicht verständigen könnten. Ja. Aber ich weiß gar nicht genau, wie viele Bundesminister wir haben. Aber ich befürchte, in dem Falle müssten wir ein paar Ministerien zusammenlegen, ja, aber das geht um ja das ordentlich stellen zu können. Für Sport, aber das schaffen wir. Sport, Frauen und Verteidigung oder so, dass man das irgendwie, das geht schon. Wir mischen das auf jeden Fall völlig neu, weil man ja Widersprüche lösen soll. Ne? Ja, also, Sie sind zuversichtlich für den 22. September, für Ihre Partei? Ich bin zuverlässig bin ich auch, ja. Aber ich bin auch zuversichtlich, wollte ich sagen. Wir werden einziehen, wir werden auch gestärkt einziehen. Ich sage immer, eine Partei wird so lange gewählt, solange sie einen gesellschaftspolitischen Sinn hat. Und wir sind da ein bisschen Stachel und ein bisschen Stachel muss sein. Und was vorher geredet wird und danach gemacht wird, das wissen Sie auch, unterscheidet sich. Deshalb bin ich da relativ optimistisch. In Umfragen waren wir übrigens vor der Bundestagswahl noch nie so besonders gut und dann bei der Wahl immer etwas besser.
ich denke, diesmal kommt das auch so. Warten wir es ab. Es ist ja leider ein bisschen langweilig. Also, sagen Sie mal, wo soll das überhaupt enden? Das wollte ich Sie mal fragen. Ich habe heute einen ganz langen Artikel darüber gelesen, wer besser geschminkt war. Ja. Stoiber oder Schröder? Wann entscheiden wir uns nach Retusche? Ich finde, am besten geschminkt ist Berlusconi. Also, bei all diesen europäischen Gipfeln und so weiter. Ja, der muss sich aber auch am besten schminken, sonst käme die Wahrheit über ihn zutage. Oh, das wird jetzt aber sehr tief schürfen. Wollten Sie mir jetzt gerade auf Knie hauen? Nee. Ja. Das machen wir heute Abend, wenn wir über die dritte Variante reden. Ja. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie möchten, dass Herr Gysi Bundeskanzler wird, sorgen Sie dafür, dass die PDS die absolute Mehrheit bekommt. Das sage ich jetzt mal als klare Wahlhilfe. Ja? Ja. Am 22. September 50 plus 1. Oder muss es gar nicht sein? Nö, es genügt ja wahrscheinlich schon 48, so, je nachdem, so wie die anderen. 48 ja, haben wir dann, glaube ich, die absolute dann Mehrheit. Dann könnte Herr Gysi auch noch weniger sozusagen... Weniger als eine Verzehnfachung. Ja, das müsste drin sein. Ja. Das müsste drin sein. Ja? Das heißt, jeder muss von den 7,8 von heute nur noch weitere 9 überzeugen und schon ist es gelaufen. In 2 Wochen ist das möglich. Ja? Ja. Bundeskanzler Gregor Gysi, auch durchaus mit anderen Ministern noch mit dabei, muss aber nicht sein. Nein. Ja? Kann man schönen Dank für den Besuch. Darf ich Sie denn dann berufen? Also wenn Sie Bundeskanzler werden, muss ich sagen. Mal als Entwicklungshilfeminister. Nee, das ist mir Ding. Dann mache ich so Kultus, sowas wie Niederrümelin. Genau, Mann, sowas. Ja. Also so Opern eröffnen und Sänger tätscheln und so. Das, das ist versprochen. Und Empfänge besuchen. Ja, und Empfänge versuchen. Ja, also ja, okay, das ist also, aber dann höre ich hier auf. Das mache ich. Ja. Wenn Sie Bundeskanzler werden, höre ich hier auf. Ja. Wir werden Staatsminister für Kultur und für Medien. Kultur und dann lassen wir es krachen. Ah, ja. Jetzt freue ich mich drauf. Ja, Sie sagen, bleiben sitzen. Gregor Gysi, meine Damen und Herren, Dankeschön. Bis morgen Abend. Gute Nacht.